Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Gitarren-Tutorial. Heute habe ich mir den Song Hymne auf dich von Sportfreunde Stiller mal genauer angeschaut. Ja, ich habe wieder eine Version gemacht, wie ich den Song spielen würde, also oder wie ich vielleicht demnächst mal live spielen werde. Heißt also nicht, dass es unbedingt original sein muss. Einfach, ich habe mir halt die Version zusammengebaut mit den ganzen Synthie-Parts und allen drum und dran, wo alles drin ist. Ja, was man eigentlich so in dem Song so ungefähr hört. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach los und auf geht's. Okay, meine Gitarre ist im Standard-Tuning, also ganz normal gestimmt. Wir brauchen auch diesmal weder irgendwie Carbo-Duster noch sonst was, einfach Gitarre und los geht's. Ja, am Anfang geht das ganze Ding los mit einem Synthie-Bass auf dem Ton E, ja. Tiefe E-Seite. Und dann mache ich das so, ich lege meinen Handrücken hier auf die Saiten drauf und dämpfe die ab. Um diesen Sound zu kriegen oder rauszufinden, wie er am besten klingt, ist es am besten so, ihr nehmt eure Hand, legt sie mitten rein, schlagt an und rutscht langsam mal nach hinten. Ja, und dann findet ihr auf einmal einen Punkt, wo es richtig cool klingt, ja, und den würde ich dann auch nehmen. Gut. Okay, geht also los mit dem Ton E. Das Ganze läuft vier Takte. Es geht also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Okay, das sind die ersten vier Takte von dem Song. Und danach steigt das Ganze ein mit so Betonungen eine Oktave höher. Ich mache das so, ich spiele im siebten Bund auf der A-Seite den Ton E, ja, die Oktave. Und da, ich spiele es erstmal vor, funktioniert so. 3, 4. Okay. Die Töne auf der A-Seite lasse ich klingen. Die Töne auf der tiefen E-Seite dämpfe ich nach wie vor ab. Das heißt, ich lege halt meine Hand so ein bisschen schräg und versuche die A-Seite damit nicht, also nicht mit abzudämpfen. Ne? Das geht dann so. Ich spiele 1 und 2. Ja, das sind die ersten zwei auf der A-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. So, und im zweiten Takt habe ich einen Ton, den lasse ich länger klingen und gleichzeitig dämpfe ich ab. Also 1 und 2 und 3 und 4. Ja, das ist ja der erste Teil. Also ich spiele 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja? Und der dritte Takt ist ja wieder genauso so ungefähr wie der erste. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal das Ganze. Ja, und das ist eigentlich schon, sind die ersten, was sind das dann, 4, 8, 12 Takte, ja? Das heißt, es geht los mit der ersten Zeile. Okay, so, das ist der Synthie-Part. Danach steigt eigentlich die Gitarre erst richtig ein. Die legt los mit Powerchord E im siebten Bund auf der A-Seite, das heißt siebter Bund. Und dann haben wir A-Seite, dann auf der D-Seite im neunten und auf der G-Seite auch im neunten. Und die ganzen Anschläge werden runterwärts geschlagen und kommen immer genau auf den Takt. Also wir spielen 1, 2, 3, 4 und es sind Achtel. Also das heißt auf CZ und, ja. Hebt da einfach den Finger leicht von den Seiten ab und vielleicht geht er noch hinten mit dem Handballen wieder auf die Seite, um abzudämpfen, dass der Ton kurz kommt, ja? Heißt also, wir spielen jetzt vier Takte den E. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, jetzt gehen wir auf Powerchord G, der ist im dritten Bund auf der tiefen E-Seite, genau derselbe Griff, dritter, fünfter, fünfter. 1, 2, 3, 4, dann A. Im fünften Bund, fünfter, siebter, siebter. 1, 2, 3, 4. Und wieder vier Takte lang auf dem E. Ja, und dann wieder auf dem dritten Bund, G und A. Ja, der ganze Part geht also so.
Ja, und das ist das ganze Intro und dann geht's erst mit dem Gesang los. Ich spiele jetzt noch einmal den kompletten Intro-Part. Das war das Intro. Der zweite Teil mit den Akkorden, der kommt später auch nochmal. Okay, ja, dann geht es in die Strophe. Und in der Strophe brauchen wir eigentlich nur Einzeltöne. Ich würde euch aber trotzdem raten, immer den Power-Akkord zu spielen. Ganz einfach aus dem Grund, vor allem, wie schon gesagt, wenn ich jetzt diese Version ist ja immer so ein bisschen für live gedacht. Wenn ich jetzt live zum Beispiel auf der Bühne ein bisschen rumrenne und spiele zum Beispiel das und erwische mal eine falsche Seite und ich greife nur den einzelnen Ton, dann klingt unten drunter eine Leerseite womöglich mit, ja, und das klingt richtig schief, ja. Wenn ich einen Powerchord greife, sind die Töne zumindest nicht falsch und ich glaube, da merkt noch nicht mal jemand, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt ideal war. Also aus dem Grund immer, auch wenn jetzt hier siebter Bund steht, greift er wieder den E-Powerchord, ja. Ihr schlagt aber halt nur die eine Seite an. So, die Strophe funktioniert so, wir spielen zwei Takte lang den E im siebten Bund auf der A-Seite, gehen vor auf den B, zwei Takte lang, könnt ihr logischerweise auch auf der tiefen E-Seite auch im siebten spielen, aber ich spiele es einfach da vorne. Also das heißt, zwei Takte hier vorne und dann gehe ich zwei Takte lang auf C, auf der A-Seite in den dritten Bund und dann eine Seite hoch auf G und einen Takt lang den fünften Bund auf der A-Seite. Das heißt, also, ich spiele das Ganze. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 gleich, ja, also das heißt, wenn ich hier auf der tiefen E-Seite den dritten Bund spiele, habt ihr halt dann 3, 4, 5, 5. Bund, 5, 7, 7 und so weiter, ja. Gut, okay, das war jetzt Intro und Strophe und jetzt gehen wir mal zum Refrain. Beim Refrain brauchen wir ganz normale Dur- und Moll-Akkorde. Die Akkorde sind C-Dur, richtiger Fingersatz ist eigentlich Zeigefinger, dritter Bund auf der A-Seite. Dann Mittelfinger spielt den fünften Bund auf der D-Seite, der Ringfinger spielt den fünften Bund auf der G-Seite und der kleine Finger, der spielt den fünften Bund auf der B-Seite. Ich bin ein bisschen faul, deswegen greife ich einfach mit meinem dritten Finger Barré über die drei Seiten. Ja, tut mir einfach leichter, habe ich mir so angewöhnt. So ist natürlich richtiger oder besser, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und ja, dann... Das ist unser erster Akkord, C-Dur, zwei Takte lang. Dann gehe ich auf den E, also wie unseren E-Moll oder E-Power-Akkord, im siebten Bund auf der A-Seite. Dann Ringfinger spielt den neunten Bund auf der D-Seite, der kleine Finger den neunten Bund auf der G-Seite und mit dem Mittelfinger gehe ich auf den achten Bund von der B-Seite und spiele beim ersten Takt noch die tiefe E-Seite dazu. Das ist unser E-Moll-Akkord. Einen Takt lang. Und lass einfach meinen Griff gegriffen und schlag dann noch bis zur hohen E-Seite runter und du dafür die tiefe E-Seite weglassen. Das heißt, der E-Akkord, E-Moll geht so.
kann, nur so ein bisschen die Feinheiten wegen mit rauszuheben. So, dann gehen wir auf den G-Akkord, einen G-Dur-Akkord. Das ist übrigens vom Greifen her genau dasselbe wie der E-Moll war, ja? Nur alles im dritten Bund und eine Seite hoch. Das heißt also Zeigefinger, dritter Bund bei Re, Ringfinger, fünfter Bund auf der A-Seite, kleiner Finger, fünfter Bund auf der D-Seite und der Mittelfinger ist im vierten Bund auf der G-Seite und wie ich gesagt, Zeigefinger ist bei Re, einen Takt lang. Und dann gehe ich auf den fünften Bund von der von der A-Seite und spiele meinen D-Dur-Akkord. Den greife ich wieder genauso, wie ich den C gegriffen habe. Ja, könnt ihr so greifen, was richtig wird, sag mal lehrbuchmäßig, und dann könnt ihr nur so, oder ich greife halt so. Und da auch zwei Takte. Heißt, der ganze Refrain geht. Einmal das Ganze. Okay, beim Refrain am Schluss hört man immer die Bassline. Die Gitarre, glaube ich, bleibt auf diesem D-Akkord, aber im zweiten Takt hört man immer eine Bassline, die geht, ich spiele es mal vor, das ist jetzt das B im siebten Bund auf der tiefen E-Seite. Auf den fünften Bund, ja, alles tiefe E-Seite und dann geht er einfach auf den achten Bund von der tiefen E-Seite und den siebten. Wenn ihr es mit der Gitarre mitspielen wollt, würde ich euch wieder raten, die Power Chords zu spielen. Ja, also wäre beim D dann, ja, erst den D-Akkord. Dass er die als Powerchords dann einfach mit reinspielt. Aber wie schon gesagt, wenn man die Gitarre genau anhört, denke ich, bleibt die einfach auf dem D-Akkord. Okay, danach geht es wieder in die Strophe und dann kommt wieder der Refrain und dann kommt, glaube ich, wieder dieses Intro mit den Akkorden. Ne? Dieses... Ne? Dieser Part wieder. Und dann kommt ein ruhiger Part. Ein ganz ruhiger Part, wo man nur diesen Synthi hört. Ich habe das jetzt mal auf die Gitarre ein bisschen übertragen. Das funktioniert dann so. Wir brauchen also die Akkorde, wie sie eigentlich im Refrain sind. Also wir spielen C, wir spielen E-Moll, wir spielen G und D. Und dann geht es immer mit dieser hohen Melodie. Ja? Und wenn ich das jetzt auf der Gitarre spielen will, würde ich das so machen. Ich nehme den C-Dur-Akkord, da spiele ich einfach mit meinem Mittelfinger auf dem 10. Bund von der D-Seite. Und mein Zeigefinger spielt auf der G-Seite im 9. Das ist mein Akkord. Ja, schlag die beiden Seiten an und lege dann meinen kleinen Finger einfach Barré unten auf die untersten zwei Seiten im 12. Bund und spiele jetzt, ja, dann geht das so, 1, 2, 3, ja, spiele also dann 9. Bund G-Seite, 12. Bund B-Seite, 9. Bund, dann wieder G-Seite, dann 12. Bund, B und 12. Bund, hohe E-Seite. So, jetzt mein E-Moll-Akkord, der jetzt kommt, da brauche ich einfach nur meinen Zeigefinger Barré legen, auf den 9. Bund D-Seite und 9. Bund G-Seite und den hier lasse ich einfach, ja, und spiele. Variiert am Schluss ganz kurz mit einem Ton, also wir spielen 9. Bund, G, 12. B, 9. G, 12. B, 9. Nochmal auf der G und jetzt hohe E-Seite, 12. So, das heißt die ersten zwei Akkorde C. Jetzt gehe ich auf G, da lasse ich einfach meinen Finger, wie er beim E-Moll war, und lege nur meinen Mittelfinger auf den 10. Bund auf die A-Seite. Ja, und schlage jetzt A und D-Seite an, da habe ich nämlich hier den 10. Bund auf der A-Seite und den 9. Bund auf der D-Seite. Ja, und spiele wieder genau dasselbe Muster wie beim C-Dur-Akkord von. Ja, und am Schluss einfach nur ein D. Okay, funktioniert das Ganze so.
3, 4. Gut, wenn es dann wieder losgeht, mit, wo dann wieder alles einsteigt, kann man einfach auch die Akkorde hier so spielen. Ja, dann hat man das gleich mit drin. Ja, und dann kommt ja dieses, dieser Part, das ist eigentlich wieder ganz normal der Refrain, nur statt dem D-Akkord am Schluss spielt er keinen D-Akkord im 5. Bund, sondern ich spiele auf der tiefen E-Seite im 7. Bund ein B. Kommt nur beim ersten Durchgang, beim zweiten wieder ganz normal wieder Refrain. Und ganz am Schluss kommt noch eine Bassline und die geht so, ich spiele es mal vor. Zweimal. Das Ganze funktioniert so, wir nehmen den 7. Bund auf der A-Seite, den Ton E. Gezählt. 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja. Wieder auf den 5., dann rutsche ich wieder auf den 7. 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Das sind die ersten vier Takte. Auf dem 5. Bund, jetzt sind wir jetzt im Takt 5 von der Bassline, Outro, 5. Bund A-Seite, der Ton D. Ja. 1, 2, 3, auf 3 und gehen wir auf den 7. Bund, also auf den Ton B von der E-Seite, 5. Bund A, dann G. Jetzt 5. Bund, 3 und 4 Bund. Und der Schluss, die letzten zwei Takte. 1, 2 und 3 und 4 und 2 und. Und dann haben wir hinten von 7 auf 9 ein Hammer-On. Das heißt, wir hauen vom 7. Bund, den greifen auf der A-Seite, hauen auf den 9. Die letzten zwei Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Also die ganze Bassline. Und so weiter, ja. Schlussakkord ist dann ein C. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, Daumen hoch. Ja, für Fragen, Anregungen, Kommentare bin ich immer sehr dankbar. Und ja, ganz wichtig, lernt die einzelnen Parts von dem Song, ja, und bastelt euch das ganze Liedchen dann einfach so zusammen. Immer wieder mal einen Teil davon lernen, Original davon anhören, dann fügt sich das alles wunderbar zusammen und man kriegt einen guten Plan von dem Song. Und hat den dann auch in ziemlich kurzer Zeit drauf. Gut, dann wünsche ich viel Spaß damit. Und ja, ciao, sagt euch der Michel.